Chor. Ihr seid jetzt keine. Ihr seid jetzt keine Kinder mehr, ihr seid jetzt ein Chor. Täglich steigt die Zahl der Ehekinfektionen in Deutschland. Inzwischen sind auch viele Kinder betroffen. EHEC, denkst du? Die Ursache der Erkrankung ist weiter unbekannt. Mittlerweile gibt es erste Todesopfer in Deutschland. Grund zur Panik. Ziemlich schlimm, wenn man das hat und man hat wahrscheinlich auch große Schmerzen und so. You know, there's a lot of drama going on and the newspapers are going wild, it's all over the TV. Do you think we're overreacting? Lautlos breitet sich der tückische Erreger immer weiter aus und fordert die ersten Todesopfer. Der Durchfallkeim breitet sich rasend schnell aus. Der EHEC-Keim lebt im Darm von Wiederkäuern, vor allem Rindern. Ich glaube, es ist schon ein bisschen übertrieben. Und manchmal hat man sogar das Gefühl, dass die irgendwie versuchen, uns hysterisch zu machen. Stimmt wahrscheinlich nicht. EHEC-Alarm in Deutschland. Diagnose: Verdacht auf den EHEC-Keim. Doch mit jeder Infektion wächst die Gefahr. Beunruhigend die rasante Geschwindigkeit, mit der EHEC um sich greift. Professor Dr. EHEC-Erreger, er ist einer der führenden Mikrobiologen in Deutschland. Einen schönen guten Abend. Das Bakterium, ja, verspritzt Gift. Wenn es in den Darm gelangt, wie auch immer, das wissen wir im Moment noch nicht, woher es kommt, enterohämorrhagisch toxisches Syndrom. Inzwischen werden immer neue Fälle bekannt. Der Kampf gegen den EHEC-Erreger, er könnte schnell zum Wettlauf gegen die Zeit werden. Gefährlich, das trockene Wetter beschleunigt die Ausbreitung. Der Wind könnte Keime von Äckern auf Gemüse- und Salatfelder treiben. Die Regierung hat ja auch gesagt, man darf keinen Salat mehr essen, also auf jeden Fall keinen Salat essen. Oh Gott, ich darf nie mehr Gemüse essen, weil ich davon krank werden könnte. Und ich muss mir jetzt alle 2 Minuten die Hände waschen. Also wenn jetzt wieder in den Nachrichten ist, irgendwie man sollte keine Erdbeeren essen, dann werde ich wahrscheinlich auch keine Erdbeeren essen. Oma, hast du denn was über diese Krankheit schon gehört, mit diesem Gemüse? Nö. Diese Gemüse-Virus-Krankheit? Nee. Interessiert mich nicht. Ich esse das nicht. Das ist einfach. Ich habe mein Leben lang das gegessen, was ich mochte. Ja. Und siehe da, es hat irgendwie funktioniert, ne? Worauf ich Hunger und Appetit hatte, habe ich mir geholt. Und das mache ich weiterhin. Also bitte. Und wie es gefallen war, wie ich da beim Arzt war, im Krankenhaus war, da sagte der Oberarzt zu mir, ja, sagte, Frau Meier, sind Sie denn operiert? Sag, wie bitte? Ich sag, was ist das denn? Muss man doch nicht haben, so viel. Wenn alle Leute alle Augenblick ins Krankenhaus gehen, ich nicht. Das gucke ich mir von draußen an, aber nicht von drin. Jetzt kann man auch erkennen, wer ist wirklich gut und wer ist nicht ganz so gut. Zieht frisches Gemüse und Salat aus dem Verkehr.